more than just without a way. Dying happens in a thousand colors. Nothing's black and white, it's all gray. A puddle can't ever really fathom the death that it lives its life without. It's just in their nature to be shallow. A single ray of sunlight dries them out. A toothless mouth is still capable of smiling. A busted head can still complete a pride. A rolling stone is wealthy. Ganz liebe Grüße aus Bayern an alle Hörer und Country-Fans da draußen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next boom. Your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Binger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. There's a girl in Shelbyville. Gave her life to Jesus. First Antioch Baptist Church, where her daddy preaches. She's pretty as her mama. She's only 23. And she could be an angel, Lord, 'cause she's bringing out the devil in me. Oh, forgive me for what I'm thinking.
Saturday night, and I'm hot and I've been drinking. Come tomorrow morning across the aisle, I look over and I see her smile. Bow my head and the choir sings, Lord, forgive me, she's bringing out the devil in me. Sundress on a willow tree, and the moon's on the water. Oh, the Lord's been real good to me. Oh, when I look at that preacher's daughter, she's my Delilah. She brings me to my knees. She could be an angel, Lord, cause she's bringing out the devil in me. Lord, forgive me what I'm thinking. Oh, cause it's Saturday night, I'm hot and I've been drinking. Come tomorrow morning across the aisle, I look over and I see her smile. And I bow my head and the choir sings, Lord, forgive me, she's bringing out the devil in me. Lord, forgive me for what I'm thinking. Saturday night, and I'm hot and I've been drinking. Come tomorrow morning across the aisle, I look over and I see her smile. I bow my head and the choir sings, the Lord sings, Lord forgive me, she's bringing out the devil in me. Lord, forgive me, she's bringing out the devil in me. So, liebe Freunde, wunderschönen guten Abend. Ihr seid's richtig, ihr seid's live bei Country Radio Revolution jeden Mittwoch. Ja, und wie gesagt, ich bin urglücklich, liebe Freunde. Ich sitze einmal nicht allein in meinem Studio, sondern ich habe einen Live-Gast, den wir schon seit Wochen angekündigt haben. Ich muss zwar eins dazu sagen, er ist nur virtuell hier bei mir. Wir werden einen kurzen Live-Einstieg machen in Facebook, aber er ist da bei mir heute im Studio quasi, Marc Meiner. Servus. Servus, grüß euch. Lieber Marc, ich habe mich schon so gefreut auf die heutige Sendung, weil ich ja eigentlich geglaubt habe, wir machen das du mit deiner Band oder einige Mitglieder deiner Band. Leider hat uns das der Coronavirus verhaut, aber richtig. Ich bin glücklich, dass wir so eine tolle Verbindung haben und du hier bei mir bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wäre natürlich super gewesen mit den Burschen im Studio, aber sind besondere Zeiten und wir kommen da jetzt sicherlich irgendwie über die Runden auch so virtuell. Ja, wie schaut es denn bei euch aus? Ihr seid natürlich jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger ja arbeitslos, oder? Wie überbrückt ihr jetzt diese Zeit gerade? Naja, ich komponiere viel und ich bin sehr häufig live auf meinen Kanälen, falls wir einschalten will, zum Beispiel am Samstag wieder auf YouTube. Können wir dann nachher noch genauer besprechen, aber Da kriegst du jetzt gleich die ersten Schimpfer von mir. Du musst mir das unbedingt posten, immer mag. Weil ich kriege im Öffi fast nichts mit, weil ich werde niederbombardiert, was mir sehr gefreut mit vielen, vielen so Sachen. Schick mir sowas per Privatnachricht, das wird dann in unserer Gruppe aufgenommen, natürlich auch dann zu Beine, aber dazu wird man dann noch später sprechen. Ja, wunderbar, perfekt.
So, die ganze Musik, liebe Freunde, die ihr heute hört, hat der Marc mitgebracht. Das heißt, das sind alles Songs, die ihm gefallen. Wir werden natürlich auch Stücke von ihm hören und was wir vor der Sendung ein Minuten vorher besprochen haben. Wir werden es sogar heute riskieren. Wir machen zwei Live-Nummern. Werden wir schauen, ob es tontechnisch hinhaut. Wenn nicht, dann brechen wir an, dann sagen wir, das bringt nichts. Aber glaube ich nicht. Und, liebe Freunde, was wichtig ist, wir sind live. Das heißt, ihr kennt den Marc mit Fragen, Löchern. Wenn ihr was wissen wollt von ihm, schickt mir eine Privatnachricht und der Marc wird das gerne für euch beantworten. Ansonsten wünsche ich für die nächsten zwei Stunden viel, viel Spaß und gute Unterhaltung bei Country Radio Revolution mit Marc Miner. Come out to play. She just lays in bed, covers her head, wasting the days away. We used to be so happy making love in the afternoon, but now the devil's got my woman. I got no love in blue. I remember no, I won't forget her. Kisses were so sweet. She weren't ashamed just to call my name. Liebe Freunde, bei uns heute hier Marc Miner und das ist ja eine lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ihr wisst ja, ich bin ja hin und wieder einmal ein, zwei Minuten in Facebook am Tag und da habe ich ein Lied gefunden von Marc Miner. Das war damals, glaube ich, brandneu. Das ist an dem Tag oder einen Tag später erst erschienen und ich habe mir die Nummer angehört und war sofort begeistert. Wir werden das dann natürlich später auch noch spielen. Und dann haben wir sich gedacht, na gut, wenn ich ihn schon eingeladen habe, dann werden wir sie noch mal anschauen in Casablanca. Und da hat es mich dann das zweite Mal erschlagen, weil da habe ich ihn Marc Miner live gehört, im Casablanca Wien, im ersten Bezirk mit seiner Gitarre. Ja, und haben auch ein paar Videos gemacht. Und mehr weiß ich eigentlich von Marc Miner auch nicht. Lieber Marc, fangen wir von früher noch mal an. Du bist geboren worden und dann hast du gesagt, so, als wäre ich Musiker. Oder erzähl mir kurz einen Lebenslauf. Wie bist du zur Musik gekommen? Schau da ein bisschen. Zur Musik gekommen, ja, ist eh so ähnlich, auf die Welt gekommen und zur Musik gekommen. Im Grunde immer schon irgendwie musikalisch gesungen und was weiß ich was gemacht, sämtliche Instrumente ausprobiert, nie eins wirklich gut beherrscht, und dann halt irgendwann einmal eine Gitarre geschenkt gekriegt vom Onkel. Mhm. Die habe ich immer noch, die funktioniert zwar nicht mehr, weil die hat sich irgendwie zerrissen oder so, keine Ahnung, das war irgend so ein EDR-Teil. Das funktioniert nicht mehr wirklich, aber aber ja, halt die ersten paar Griffe gelernt und dann angefangen zum Singen. Mhm. Und irgendwann einmal ja, in die große, weite Welt hinausgezogen. Ja. Ich habe ja musikalisch schon alles gemacht, angefangen bei
Blues ein bisschen so Jazz-mäßig angehauchte Dinge, aber durchaus und dann halt auch ganz viel Punk und Grunge, das ist halt das, die Anfang der 90er Jahre, das war halt gerade in und ich war jung und revolutionär und ja, und deswegen dort angefangen und irgendwann einmal bin ich dann halt in die USA gelandet und dort habe ich halt kennengelernt richtig geile Musik. Das kann ich mir gut vorstellen, da kannst du ja sicher sehr, sehr viel davon erzählen, die Mermi Storger. Ich muss dich nur ganz kurz unterbrechen, lieber Marc. Ich habe jetzt nämlich nur für unsere Zuhörer jetzt da gemacht, dass auch zu sehr sind, dass die ein bisschen von unserer Stimmung da mitkriegen, wie es hier bei uns im Studio heute zugeht mit Country Radio Revolution. Normalerweise, liebe Freunde, würde der Marc ja jetzt da vis-à-vis von mir sitzen. Prost! Aber heute leider ja nur, oder nur, ich bin ja froh, dass das relativ so super heute hinhaut. Lieber Marc, du bist jetzt zum Sänger. Ja, wunderbar. Servus. Gut, du. Schön, dass ihr dabei seid. Du warst dann, wie gesagt, in Amerika und dort hast dann mehr oder weniger, hast du dann, wie sagt man jetzt die Song, ausgefeilt deine musikalische Karriere? Oder wie ist das dann gegangen? Ja, ganz viel kennengelernt zunächst einmal. Ne? Ich war dort ein paar Monate und ganz viel kennengelernt, unterschiedlichste Art und Weise. Ein bisschen so das jugendliche, revolutionäre, punkige, grunchige abgelegt und gelernt, dass man vielleicht dass man erdiger halt vielleicht auch durchs Leben kommen kann. Hat zwar ein bisschen gedauert, ganz viele lustige Geschichten, aber ja, letzten Endes zurück in Europa habe ich mir dann gedacht, naja, irgendwann einmal wirst älter, ne? Und dann muss das sesshaft werden, ein bisschen zumindest. Und ja, und seitdem probiere ich alles Mögliche. Alles, was so im Bereich Country und Umgebung sich bewegt. Also Amerikaner, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das war nämlich gerade meine nächste Frage gewesen. In welche Musikschiene dich mal so reingeben kann oder Allrounder? Weil wie mein Casablanca geworden, hast du ja uns zuliebe, glaube ich, sehr, sehr viel Country-Nummern gespielt. Richtig, ja. Ich passe mich ja gerne an mein Publikum an. Es gibt ein paar Grenzen, die sollte man nicht überschreiten, wie zum Beispiel Volksmusik oder Schlager oder so. Ja. Also da muss man schon, das kostet meistens dann eine Lokalrunde, bevor ich Helene Fischer oder Andreas Gabalier spiele, aber das... Hast du beim Casablanca gesagt, irgendwas, Wunsch war da, was du eine Lokalrunde verlangt hast? Kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, natürlich. Also wer's dann tatsächlich zahlt, der kriegt's dann auch. Ja. Darfst du dann aber nicht wundern, dass das dann eine sehr eigene, sehr brutale Version auch durchaus werden kann. Und ich habe ja, ich mache im Grunde, habe meine Coverband, wo wir alles Mögliche spielen, die neuen Helden. Und meine eigenen Songs, die spiele ich halt unter eigenen Namen. Das ist zwar immer noch die gleiche Band, aber da haben wir uns halt darauf geeinigt, dass das dann halt unter meinem Namen rennt, weil dann brauchst du nicht nur ein zusätzliches Facebook-Profil betreuen, sondern das geht dann alles über eins. Und seitdem, jetzt die letzten paar Monate, arbeiten wir sehr, sehr stark an neuen Songs und ich hoffe, wenn alles gut geht, im Herbst gibt es dann ein Album auch. Ja, und ich hoffe, dass wir dann einer von den ersten sind, Radiostationen, die Lieder auch haben werden. Natürlich, davon gehe ich aus. Gut, zusammenfassend hast du es jetzt praktisch, Marc Meiner gibt es natürlich Solo mit Gitarre, so wie wir die gesehen haben im Casablanca, oder natürlich dann auch mit Band zum Buchen. Genau, richtig. Gut, liebe Freunde, wir spielen wieder einen Song. Wenn ihr Fragen habt, das muss ich einmal, ich bin jetzt nicht frisiert, Hut habe ich auch keinen auf. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir's, dann werde ich es gerne den Marc weiterleiten. Aber das Allerwichtigste, liebe Freunde, ihr seht uns jetzt da hier, wie es bei uns zurückgeht heute. Ja, schaltet euch dazu. Country Radio Revolution beim LCR Radio. 2 Stunden Live-Musik, 2 Stunden viele, viele Informationen für euch. Ja, und super tolle Musik. Viel Spaß.
out, but then you came walking in, and it hit me like I ain't been hit before. I guess one of us never changed. That's you and me sitting on the floor. I let you get away with anything. Yeah, you made up your mind, but he ain't here with us tonight. So kiss me one more time. Cross every T and dot every I of that pretty little lie. That pretty little Ich hoffe, ihr habt unseren kleinen Live-Einstieg in Facebook gesehen und hat uns gefolgt zur Country Radio Revolution. Lieber Marc, zu dem Song wolltest du ja was erzählen? Da gibt es da eine Verbindung dazu? Oder? Ja, ich möchte es unbedingt empfehlen. Blackberry Smoke, meiner Meinung nach eine der geilsten Bands momentan. Die gibt es zwar, glaube ich, schon auch seit gute 20 Jahren oder so. Machen sensationellen Southern Rock, Country Rock, Blackberry Smoke, das war eine meiner Lieblingsnummern von denen. Es gibt so momentan so circa 3 Künstler, wo ich sage, da kann ich mir wirklich von A bis Z alles anhören und es ist alles urgeil. Mhm. Und Blackberry Smoke gehört dazu, die anderen zwar sind auch noch in der Playlist, zu denen kommen wir noch. Ich sag's gleich dazu: Cody Jinx und Hellbound Glory. Bist du von denen so ein bisschen beeinflusst auch von deiner Musik her? Beeinflusst? Ja, wahrscheinlich schon. Ein bisschen sicherlich. Ja, das sind auch schon ein bisschen ältere Herren, die machen das jetzt auch nicht seit gestern. Aber. Und das ist einfach sensationell. Also ich stehe unglaublich auf die. Also wenn ihr auf gescheiten Country Rock steht, unbedingt Blackberry Smoke reinziehen. Ich war beim Konzert, die haben in Wien gespielt, im Flex, glaubt man gar nicht. Ja. Und ich hab mich in die dritte Reihe gestellt und haben mir gedacht, ja, passt. Ne? Und dann war die Vorgruppe. Und dann die Vorgruppe hat halt gespielt, die waren auch sehr gut. Record Company hat die, glaube ich, geheißen. Und dann kommt eben Blackberry Smoke auf die Bühne. Und das Flex ist ja irrsinnig klein und eng und so ein richtiger Schlauch. Ne? Und die spielen den ersten Ton und das war in einer Lautstärke, da scheißt du dich an. Ja? Also ich habe... Mir ist richtig schlecht geworden, weil der Bass so in die Magengrube reingefahren ist. Und das Leibende war, die Band war, glaube ich, selber so überrascht, dass sie so unglaublich laut sind. Die haben nämlich den ersten Ton gespielt und sind richtig auf der Bühne zusammengezuckt, weil es so laut war. Das habe ich so leibend gefunden. Es war ein sensationeller Abend. Unbedingt anhören, live, gigantisch, sensationell. Unbedingt reinziehen. Ja. Blackberry Smoke.
Hoffentlich, beste Band momentan. Hoffentlich können wir das bald wieder, Band live hören. Ja, bitte. Und natürlich auch Mark Miner mit Band. Ihr hast ja dann Mark Miner in Band, oder wie? Nein, wir lassen das immer bei Mark Miner, aber manchmal gibt es halt dann, ich poste das dann halt immer mit entweder Klammer Band, damit man weiß, das ist halt mit Band und dann halt ohne. Also es heißt immer Mark Miner, egal ob ich alleine oder mit Band spiele. Aber ich freue mich natürlich, wenn meine Burschen dabei sind. Das macht viel mehr Spaß. Ja, ja, und wenn wir endlich wieder uns nahe sein dürfen, dann wirst du mit Band kommen, das müssen wir auf alle Fälle nachholen. Genau. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt einmal den Song eingelegt, der mich auf dich gebracht hat, sage ich jetzt einmal. Und zwar Whiskey and Wheel. Erzähl mal drüber. Ist das ein eigener Titel? Wer hat den geschrieben? Erzähl ein bisschen drüber. Den Titel habe ich geschrieben und das ist im Grunde quasi so ein bisschen eben das. Mir gefällt ja sehr das Spiel mit dem Teufel, also so dieses Böse und diese ganzen, fast schon, nicht, dass ich besonders gläubig wäre, aber das Spiel mit dem Bösen und mit dem Teufel und diese Metaphern, die gefallen mir extrem. Und haben wir gedacht, naja, meine Vergangenheit, vor allem eben drüben in den Staaten, die war eben sehr feuchtfröhlich und sonst irgendwie auf Substanzen. Und das hat man eigentlich, das ist jetzt so 20 Jahre später, gedacht, an die gute alte Zeit eine Ode. Mhm. Und Whiskey and Weed, das sind so quasi die Dinger, die den Teufel, das Böse in mich hineingebracht haben und alles, was wir dort erlebt haben. Und besonders schön war ja, wir haben dort quasi in den Meadows, also quasi in den Auen, sehr viel gefeiert. Und ich wohne ja jetzt in Stadlau. Und das ist ja im Grunde quasi, also Wien, Stadlau, das ist ja im Grunde auch so die Auen der Donau. Und da gibt es ein schönes, einen schönen Stadl. Und das hast du halt drüben, ist halt gang und gäbe. Haben wir gedacht, das passt super, das passt für früher. Ein bisschen so die Erinnerung an die Jugend und das passt da super zur jetzigen Situation, wie ich jetzt wohne und lebe. Es ist zwar jetzt kein Stadl, und nicht ganz so ländlich, aber trotzdem wunderschön hier. Das hat mich irgendwie inspiriert und daraus ist geworden Whiskey and Weed, weil das ist immer noch meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn ich nicht gerade Musik mache, dann Whiskey and Weed. Gut, dann würde ich sagen, liebe Freunde, bevor ich dich weiter noch zu dem Song ein bisschen was frage, hör mal, ist einmal an, liebe Freunde, Whiskey and Weed, Mark Miner. Whiskey and Weed, got a devil and man. I swore of my old creed, for the promise to be free. Before I've done my time, I live an easy way of life. From 60 miles to Mary Jane, the rope pebbles at windows. Where we can feel alive and bring a jacket and little barn out there in the meadows. We stoned our feet when Hank Green was blasting out the radio. And by and by we all got stoned till the moon got low. We had a full year even though things got out of control. But that's the way we celebrated all rock and roll. Whiskey and we got a devil. Celebrate that old rock and roll. Whiskey.
Whiskey and Sweets. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ich habe schon das öfteren gesagt, wenn ein Choreograf da ist, der sagt, der sucht ein Lied für einen Konkurs, Wettbewerb oder einfach nur für einen geilen Tanz, das Lied wäre noch frei, liebe Freunde. Schreibt einen Tanz dazu, das würde ihn Marc natürlich sehr, sehr freuen und mich natürlich ja. Auch, ey, ganz klar. Bitte, ich wäre so stolz. Also ihr macht's mir zu einem glücklichen Menschen, wann das passiert. Ja, wir werden auf alle Fälle alles in die Wege leiten, dass wir da irgendwas zusammenbringen. Das ist versprochen und schlimmstenfalls müssen es meine Mädels machen. Aber die können ja auch super tanzen, also werden wir schauen. So, ich gebe einen aus. Ja, genau. Liebe Freunde, das Video, da gibt's ja ein Video auch zu dem Song. Ja. Das ist aber kein Amateur-Video. Also da war ein Profi am Werk. Das, erzähl mal ein bisschen über das Video. Naja, das Video hat gemacht der Stefan Wasner. Sensationeller Typ. Jung, begeistert und ein Vollprofi, wie man sich ihm halt vorstellen kann. Den kennen wir schon länger. Also meine Burschen aus der Band, die kommen ja alle aus Stockerau. Das heißt, ich bin dort öfters unterwegs und der Stefan Wasner ist eben auch aus Stockerau und ist eben ein also nicht Filmemacher, aber eben Videomensch. Ich weiß nicht, wie da die richtige Bezeichnung ist, aber jedenfalls, den haben wir halt gefragt, weil wir den schon ein bisschen länger kennen, ob er das machen wird und er hat sofort ja gesagt und dann haben wir uns halt in so ein Geräte, Schuppen, Scheune, was auch immer das genau war, hingestellt. Da war zufälligerweise ein unglaublich schönes Auto drinnen. Das haben wir gleich als Kulisse mitverwendet. Naja, und dann haben wir im Grunde die Nummer so getan, als ob wir live dazu spielen würden. Und nach ein paar Takes und davor halt und zwischendurch immer wieder halt was getrunken und geraucht und am Ende ist halt waren wir halt ziemlich fertig. Der Stefan hat gesagt, perfekt, wir haben alles im Kasten, was wir brauchen. Und drei Tage später hat er uns dann den ersten Entwurf geschickt und noch einen Tag später war es fertig. Ich muss auf jeden Fall sagen, er kann was, das Video ist wirklich genial geworden und ich muss auch sagen, was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach das Tempo drinnen und alles, also wirklich eine super tolle Sache. Jetzt, da gibt es natürlich Leute, die sagen, na gut, das Lied, ich jetzt gerne öfter hören, gibt es eine CD davon oder gibt es einen Download? Wie können die Hörer zum Beispiel zu dem Song kommen oder überhaupt zu Songs von dir? Also im Moment gibt es ja noch nicht besonders viel von mir, das heißt im Moment gibt es nur ein paar quasi Singles, wie man das so schön sagt, die gibt's überall auf iTunes, Amazon, Spotify, Deezer und eigentlich überall, was man halt so kennt. Ein physisches Produkt in Form von CD gibt's noch nicht. Mhm. Es soll, wie gesagt, dann im Herbst, wenn alles gut geht, heutzutage weiß man das ja nicht wegen des Corona, aber grundsätzlich ist geplant für Herbst ein Album. Da werde ich eine kleine CD-Auflage auch machen, wahrscheinlich nicht viel, weil heutzutage sind ja die CD-Verkäufe, die halten sie in Grenzen, aber es wird überall online sein und ein paar CDs werde ich auf jeden Fall machen lassen und ich gebe dir dann ein paar und du entscheidest dann, was man damit macht. Da werden wir wieder was ausspielen, verlosen. Da komme ich auf jeden Fall gerne darauf zurück. Recht herzlichen Dank. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch gleich bei der Melita bedanken, weil mein Gedanke war, das Video postet man bitte in die Gruppe. Die Melita hat das schon gemacht, liebe Freunde. Also in der Gruppe von Country Radio Revolution, die Melita hat den Link reingegeben. Einfach klicken und das Video anschauen. Aber erst um 22 Uhr jetzt da uns bitte zuhören. So, ich habe da gerade eine Privatnachricht bekommen und zwar ganz, ganz liebe Grüße soll ich da ausrichten von der Claudia und den Reinhard. Servus, grüß euch. Jetzt ist Folgendes, die Dan Mido ist ein bisschen an die Wand stellen, weil das Video, von dem ich so viel rede und der Song ist ja mittlerweile nicht mehr brandneu, der war damals neu, wie ich den gefunden habe. Und da gibt es ja jetzt ein neues Video und zwar zu einer Single, da möchte ich die Melita vielleicht wieder bitten oder irgendeinen Zuhörer und zwar heißt das Easy Street.
Genau. Und da muss ein Video geben, das gut ist. Ich muss gestehen, ich kenne es noch nicht, aber werden wir es dann anschauen. Nur wollen die Claudia und der Reinhard, die würden gerne wissen, wie es auf die Idee gekommen bist, genau so ein Video zu machen und das so in Blockbuchstaben. Also erzähl ein bisschen drüber. Naja, die Nummer habe ich angefangen zum Schreiben 2008, glaube ich. Da war diese Weltwirtschaftskrise und ich habe mir gedacht, das ist super für so Leute wie mich, wo jetzt quasi die Welt untergeht quasi und keiner mehr was hackeln braucht und eh alle Hockenstarrt sind. Perfekt, genau so stelle ich mir das Leben vor. Man sitzt zu Hause, tut nichts. Perfekt, ne? Das war so ein bisschen mit Augenzwinkern gedacht. Bevor ich die Nummer fertig gehabt habe, war die Weltwirtschaftskrise vorbei. also ist sie das nicht mehr ausgegangen. Und jetzt ist halt Corona gekommen und jetzt passiert nochmal genau das Gleiche. Die Welt wird jetzt nämlich wirklich, meine erste Zeile von der Nummer, die ich geschrieben habe, war eben Now that the whole world got shut down. Also jetzt, wo die ganze Welt zugesperrt ist. Und haben wir gedacht, ja perfekt, das ist ja eigentlich noch viel schöner, passt super in die heutige Zeit hinein. Ja. Haben wir gedacht, gut, jetzt muss die Nummer fertig machen und dann habe ich es halt fertig geschrieben. Haben wir gedacht, bevor die Corona-Krise jetzt schon wieder vorbei ist, muss das rausbringen. Und jetzt haben wir dann halt, nachdem wir uns ja nicht treffen dürfen mit meinen Bandkollegen, haben wir gesagt, machen wir das halt jeder bei sich zu Hause, so gut es geht. Ich habe einen sensationellen Tontechniker, den Dominik Kostal, der hat mir das geschwind mit ganz bescheidenem Material, den wir ihm geschickt haben, zusammengemischt, sodass die Nummer fertig war. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir ein Video dazu. Nachdem wir uns nicht treffen dürfen, jeder hat ein iPad zu Hause, wir filmen uns dabei, wie wir nichts tun. Dann haben wir halt viermal nichts getan und ich habe das dann zusammengeschnitten zu einem Video, das dann jetzt eben so ausschaut, wie es ausschaut. Und ja, wir haben uns halt besonders bemüht, in Schale zu werfen. Ja. Der Erwin Lestern, recht herzlichen Dank, der hat mir das Video gerade gepostet. Ich habe gelogen, ich kenne es schon. Also jetzt, wo ich es sehe, ich habe mir es schon angeschaut. Danke, lieber Erwin und alle anderen, die uns dieses Video jetzt posten. Recht, recht herzlichen Dank auf alle Fälle. Eine Schau. Und in Schale gehaut, ja, das stimmt, ja. Ja, schon, gell? Also, ich meine, die schönsten Socken ausgesucht und die schönsten Boxershorts. Ja, recht herzlichen Dank, Melita. Also, jetzt da dein Video überflutet gerade Country Radio Revolution. Das freut uns natürlich sehr. Recht, recht herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch einen Song. Mir rennt schon wieder die Zeit ein bisschen davon. Wir haben schon wieder 40 Minuten hinter uns. Wir wollen natürlich in der ersten Stunde noch einen zweiten Song von Mark Miner spielen. Und da muss ich ansagen, war ich ja beim Durchforsten auch sehr überrascht. Wunderschöne, langsame, ruhige Nummern. Aber dazu kommen wir dann ein bisschen später. Liebe Freunde, wenn ihr Fragen habt, dann Mark Miner. But I passed out before the sun came up. I really wanted to see one of those. I know that's no way for a man to behave, with a mortgage due and a baby on the way. But somehow I made it to where I'm at. It's been a living, as a matter of fact. I get a bad attitude from being tired. Say they like my sound. I've never been a part of any musical scenes. I ain't just talking Nashville, if you know what I mean. They don't write about me in their magazines. I don't ask for many reviews on the songs that I sing. I've never had a lot of friends, and I'm alright by that. But people keep on coming
hippies and the hipsters and the wannabe saints that ain't down home to me. I like $2 beers, I like $3 wells and some old honky-tonk bar. I know by the smell some old drunk on a bar stool on a Merle Haggard tune. That's my kind. Ja, liebe Freunde, ihr seid richtig bei Country Radio Revolution und endlich wieder einmal mit einem Gast, mit einem Supermusiker, mit Mark Miner. Leider ohne Band heute, aber wenigstens ist er bei mir, wenn er nur wieder virtuell am Notebook, aber das ist mir wurscht, taugt mir einfach, freut mich, dass du da bist, lieber Mark, und so viele Zuhörer wieder da sind. Und lieber Reinhard, die Grüße haben wir natürlich sehr, sehr gerne ausgerichtet und die Familie Jelinek sind so Hardcore-Fans von euch, von dir, oder? Ja, ja, die kommen sehr oft. Wir sind mittlerweile recht gut befreundet. Ich finde das super, dass die immer wieder auftauchen und offensichtlich gefällt es ihnen ein bisschen, auch wenn sie manchmal so tun, als ob es nicht so wäre. Ja, nein. Das ist echt gut. Man darf die Leute nicht zu viel loben. Ich sage das auch immer. Man darf nicht zu viel Lob aussprechen, weil sonst geht man ein bisschen kaputt. Ja, ja, aber wie gesagt, ich muss sagen, ich kann mir nur vorstellen, dass sie Hardcore-Fans sind und mir tut ein bisschen leid, dass man natürlich jetzt kein Country-Feeling machen können, also sprich eine Veranstaltung, weil wir haben ja oft Musiker bei uns am Friedels Bierhaus gehabt, wo wir ja dann mehr oder weniger hier vorgestellt haben und dann live gespielt haben bei uns. Aber leider geht es A nicht, weil der Lindenhof zugesperrt hat und B geht's nicht, weil ja eben dieses Scheiß, darf ich Scheiß sagen? Ja, ja. Ja, sicher. Also Corona nicht. Wurden mir keine Kinder zu. Oder? Genau. Na, bin ich mir gar nicht so sicher. Lieber Marc, wir haben vorher schon ausführlich gesprochen über Easy Street und ich bin immer, meine Zuhörer wissen das immer ein bisschen hinten noch. Natürlich hast du dieses Lied auch mit und werden wir ja auch jetzt zu spielen. Gibt es vielleicht da noch was dazu zu erzählen? Das ist auch ein Song von euch. Stell mir vielleicht die Band vor. Wer eure Bandmitglieder? Ja, am Schlagzeug der sensationelle Mr. Martin L.A. Dickinson. Der natürlich zuhört heute, ne?
Also er hat zumindest auf WhatsApp hat er mir vorhin geschrieben, er hört zu. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt oder ob er nur so tut. Schauen wir mal. Die anderen zwar am Bass Mr. Marcus McMill und an der sensationellen E-Gitarre Mr. Mike Eggert. Und schöne Grüße an meine Burschen. Ich hoffe, sie hören zu. Wir wären ja jetzt eigentlich bei dir. Ja, eben. Das... Also die haben eigentlich eh nichts anderes zum tun. So also sollten sie zumindest zuhören. Wenigstens das. Ja, ich hoffe, dass sie ein Lebenszeichen von sich abgeben und vielleicht irgendwo Daumen hoch oder so machen. Ja, schauen wir mal. Genau. Die sind ein bisschen faul, was so Social Media angeht. Ah ja, na gut. Aber wie gesagt, wir werden ja das auf alle Fälle nachholen. Das ist auf jeden Fall versprochen und fix. Weil die Termine, sobald wir da wieder wem hersetzen dürfen, werden wir das natürlich alles nachholen. Auch mit den anderen Sendungen, die wir jetzt da, wie gesagt, abgesagt haben. Die sind ja eigentlich nur verschoben, nicht abgesagt. So, Easy Street. Von dir auch, oder erzähl ein bisschen über den Song. Ja, die Nummer habe ich auch geschrieben. Wie gesagt, vor vielen Jahren angefangen, jetzt endlich zu Ende gebracht. Und sie gibt's momentan nur auf YouTube. Sie kommt jetzt nächste Woche am Freitag, am 1. Mai, weil das braucht immer ein bisschen Vorlauf. YouTube-Video hochladen geht schnell. Bis das bei iTunes und Spotify und so weiter drauf ist, dauert es halt ein bisschen länger. Da haben wir ein bisschen mehr Vorlaufzeit gebraucht. Nächste Woche, 1. Mai, gibt es dann auch zu kaufen und zu streamen, überall, wo ihr halt streamen und kaufen tut. Aber eigentlich haben wir jetzt im Radio eine Welturaufführung, oder? Im Radio ist es jetzt tatsächlich eine Welturaufführung. Oh, Trommelwirbel. Liebe Freunde, unser heutiger Gast, Welturaufführung mit dem Song Easy Street. Viel Spaß, gute Unterhaltung und das Video ist schon gepostet. Schaut euch das an. Die Burschen wirklich voll gestylt. Tolle Sache. Only working all day. Still I'm so fucking tired. If it were my way, I'd earn my goddamn pay. Just by getting fired. No, I won't be lying. I got no special skills. I won't be denying. I was never trying to pay my bills. Now that the whole world got shut down, I get my ass up and paint the town. I'm back on my feet from life's defeat. Yeah, I live on Easy Street. I take a walk on Easy Street and get my thrills on Easy Street. I go back home on Easy Street. Yeah, I get high on Easy Street. No, I ain't got no concern. Someone's gonna pay my debt. Just down. I get my ass up and paint the town. I'm back on my feet from life's defeat. Yeah, I live on Easy Street. I take a walk on Easy Street and get my thrills on Easy Street. I go back home on Easy Street. Yeah, I get high on Easy Street. Shuts down. I get
up and paint the town. I beg on my feet from life's defeat. Yeah, I live on Easy Street. I take a walk on Easy Street and get my pills on Easy Street. I go back home on Easy Street. Yeah, I get high on Easy Street. 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 Ja, wunderschöner Song, liebe Freunde, und zwar Easy Street, und der gefällt auch der Melita sehr, sehr gut, und die Christine Fröschl hat mir auch schon geschrieben, tolle Stimme, tolle Musiker, ja, kann ich natürlich nur unterstreichen. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass irgendwer sagt, so, den möchte ich jetzt ganz gern engagieren, oder gibt es eine Homepage, oder wie kann man die kontaktieren? Ja, natürlich gibt es eine Homepage, markmeiner.com. Da stehen alle Events auch drauf, wo man mich zu sehen kann. Zum Beispiel nächsten Samstag, also jetzt kommenden Samstag, auf meinem YouTube-Kanal. Da gehe ich live und spiele circa eine Stunde, plus minus, alles Mögliche. Dann gibt es mehrere, also jetzt in Corona-Zeiten passiert halt sehr viel online. Der nächste jetzt einmal fix bestätigte Termin ist am 27. September in der Addicted to Rock Bar in Wien im 19. Bezirk. Das ist in Zusammenarbeit mit 88.6, dem Radiosender, die ja jetzt auch viele österreichische Musiker unterstützen. Und ja, markmeiner.com, da sieht man alle Infos und dort kann man mich auch kontaktieren. Ansonsten freue ich mich ganz, ganz besonders, wenn man mich, wenn man einen quasi auf Abonnieren klickt bei YouTube und auch auf Spotify. Ja, und das werden unsere Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall machen. Die Gabriele hat auch gerade geschrieben, Easy Street. Der Song klingt ursuper und ja, also viele, viele Klicks und Daumen hoch hier, und ich muss auch sagen, ist auch ein toller Song. Ich habe heute nur ganz, ganz leise gedreht, liebe Freunde, das heißt, ich muss ja dann noch einmal mit voller Power anhören, so wie es bei mir üblich ist. Ja, und wir haben da gerade live dabei aus Stockerau. Ja, ganz liebe Grüße aus Wien nach Stockerau. So, liebe Freunde. Ja, Servus nach Stockerau, also, meine fast meine zweite Heimat. Mir taugt ja heute, wir haben ja, wie wir gemacht haben mit der Elena Lehm in Barcelona, war das die Verzögerung so stark. Wir sind ja da wirklich, ich sehe ja die da gegenüber am Notebook, also ich habe so das Gefühl, du bist einfach da greifbar. Nein, weil man im selben Bezirk ist, weißt du, das Internet hört nach Donaustadt, hört es auf. Ja. So, liebe Freunde, und ich möchte jetzt was ankündigen. Wir haben die nächste Welturaufführung. Wir haben es bei den Livestream-Geschichten mit der Schweiz und mit Barcelona nicht getraut. Aber, wie ihr wisst ja, um 21 Uhr gibt es normal immer unsere Termine. Die fallen heute aus, weil wir ja keine Termine haben, außer eben so Wohnzimmerkonzerte und so Sachen. Aber die posten wir eh separat. Und der Marc Meiner wird mir jetzt seine Veranstaltungen auch immer schicken. Und die sind dann auch online. Wir werden jetzt nur einen Song spielen und dann probieren wir einmal über ein Skype ein Live-Song von Marc Meiner. Und ich werde schauen, dass wir vielleicht das Handy dabei haben und dass ihr seht, dass er wirklich jetzt da daheim spielt, liebe Freunde. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt es mir per Privatnachricht. Und ansonsten wünsche ich euch beim nächsten Song wieder viel Spaß. Well, I've been awake for 8 days straight. Well, it must have been
So, liebe Freunde, rein theoretisch, wir sind jetzt da in Facebook wieder live sein. Da, ja, sagen wir sind wieder da, oder? Der Marc hat vorher gesagt, irgendwer hat gefragt oder geschrieben, er hat einen wunderschönen Bart. Nein, das hat er nicht gesagt, er hat gefragt, ob er echt ist. Ja, der ist echt. Sorry, ich schau, schöner wäre ich heuer nicht mehr. Ja, so ist Marc Meiner und ich muss sagen, er schaut leibend aus und er ist auch ein leibender Kerl. Wir haben ihn genossen im Casablanca. Tolle Sache. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt eine Welturaufführung, liebe Freunde. Von meiner Frisur schaut aber auch wild aus heute. Macht ja nichts. Wir haben heute eine Welturaufführung. Wir haben das noch nie gemacht bei einem Livestream. Der Marc Meiner, wie gesagt, wir haben ihn gesehen im ersten Bezirk im Casablanca, wo er ja live gespielt hat und ja, Wahnsinn, was er drauf hat. Und ich habe gesagt, sag, riskieren wir es trotzdem. Ich hoffe, dass der Ton so halbwegs hinhaut. Ja, Marc Meiner live on stage hier bei Country Radio Revolution. Ich wünsche euch viel Spaß. Bordertown Bar. Salmon on a Howie and a little Bordertown Bar. Crying a honky tonk, little but not sure if we ever get this far. So whatever the pain was spreading right away, cause we can tell if we ever gonna make a statement. We keep rolling down and how we do the next little border town bar. And a little bit late, but the show will be fun tonight. We'll be smoking and a drinking and a sniffing. Ganz super funktioniert, muss ich sagen. Recht, recht herzlichen Dank, lieber Marc. Ich glaube, die Qualität ist ganz gut. Wir haben das relativ gut im Griff. Und unsere Zuschauer mittlerweile und Zuhörer, jetzt seht ihr mal ein bisschen einen Stimmungsbericht heute von Country Radio Revolution. So schaut es bei uns im Studio aus. Einmal einen Rundumblick. Jetzt werden sie alle schwindelig werden. Aber jetzt seht ihr mal ein bisschen, was da so los ist hier bei uns heute. Ja, wenn ihr mehr sagen wollt, wir haben noch eine Stunde. Die erste ist ja wieder wie im Fluge vergangen. Aber die zweite natürlich, liebe Freunde, unbedingt einschalten, zuschalten. Ja, Chilla ist da, Nada, Elisabeth und alle anderen. Ich verlose euch jetzt wieder, weil wir haben heute einen super Sänger hier bei uns, Marc Meiner, live on stage, liebe Freunde. Und wenn ihr mehr von ihm hören wollt, sagen wollt, na, sing nicht, aber hören, dann schaltet bitte um auf LCR-Radio und dort sind wir für euch da. Und ja, eine Stunde hättest du noch die Möglichkeit. Und ich glaube, ich muss jetzt wirklich bald zu einem Friseur gehen. So, dann wieder Babacip für dich. Von euch verabschieden wir uns wieder. Also heute sind wir wirklich sehr... Und die Technik, heute, ich darf es noch nicht verschreien, wir sind noch nicht rausgeflogen. Gar nichts. Ja, lieber Marc, das hat heute super, super hingehauen, muss ich sagen.
glaube, das passt. Ich würde sagen, dass wir uns wieder einmal mehr oder weniger regenerieren, spielen wir wieder einen Song und dann geht's wieder weiter mit unserer Sendung. Wenn ihr Fragen habt an den Markt, dann schickt's mir per Privatnachricht, liebe Freunde, und ja, ansonsten viel Spaß. Freunde, der Günther Haas hat mir gerade wieder geschickt, die Hörerzahlen, Wahnsinn, was da heute wieder los ist. Es sind wieder mehrere tausend Zuhörer hier live on stage. Ganz, ganz liebe Grüße in alle Länder. Thank you very much. Was sagt man noch? Buonasera, na, grazie mille, Busserle in die weite Welt. Ja, du siehst also bei uns, wir haben momentan wirklich eine riesengroße Bandbreite. Ich habe das ja vorgelesen, die Hörerzahlen. Also es ist natürlich schon eine tolle Sache, wie man da jetzt da schon ins Ausland natürlich auch hinein strömt. Ja, sensationell, ich bin begeistert. Also das ist ja das Schöne am Internet. Man glaubt ja immer, wenn man so zu Hause sitzt, ne, jetzt ganz besonders die letzten paar Wochen,
dass da halt eh keiner zuhört. Aber, ja. Und dann schaut man sich die Statistiken an und sagt, erst, da geht eh was weiter. Ja? Und dann Zuspruch, wenn irgendwann einmal wer angeschrieben aus, was war das, ich glaube, Indonesien oder sowas. Ja? Ja. Ich meine, da war ich noch nie. Ja? Ich weiß noch nicht einmal so richtig, wo das ist, aber, aber ich glaube, es ist schön dort und es ist umso schöner, wenn dann irgendwer sagt, Servus, habt ihr gehört im Internet. Was gibt es Schöneres? Ja, das stimmt und wie gesagt, wir sind auch immer sehr stolz, so Musiker und auch wie die jetzt da hier bei uns live im Studio, also im Studio mehr oder weniger zu haben. Was mich noch interessieren würde, das frage ich eigentlich alle Musiker, weil es mir einfach wirklich brennend interessiert, weil ich ein musikalischer, geistiges Nockerbarzel bin, weil ich kann nur einen Song, ich weiß nicht, hast du den im Programm, Thank God for the Radio von Alan Jackson? Nein, leider. Schade, weil den hätte ich mit dir gesungen, da hätte man können machen, aber er tut leid. Ist der einzige, den ich kann, wobei ich sagen muss, das Singen ist natürlich dann auch schwer übertrieben, ich tue es halt irgendwie. Aber dort will ich ja nicht hin. Meine Frage ist, wenn du jetzt da so einen Song schreibst, wie lange dauert das bei dir? Wie entsteht so ein Song? Wie funktioniert das bei Mark Miner? Das kann 10 Minuten dauern und das kann, also ich glaube, das längste, was ich geschrieben habe, war 20 Jahre. Mit viel Pausen dazwischen. Ja. aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Meine Erfahrung ist, die coolen Songs, die wo ich mich dann auch damit raustraue, ich schreibe jetzt nicht nur Country und für mich, sondern ich schreibe auch für andere und da auch dann im Bereich Pop und Rock und so weiter. Mhm. Pure Chlorine zum Beispiel, eine sensationelle Band, mit der ich geschrieben habe. Casedo, ein deutschsprachiger Künstler. Großartige Sachen dabei. Miriam Katal produziere ich zum Beispiel als Musiker, also als Studio-Producer, sagt man dann glaube ich. Das sind ganz andere Musikrichtungen auch, die mich natürlich auch interessieren. Aber zum Songs zu schreiben, wie gesagt, meine Erfahrung für mein Projekt, für meine Country-Geschichten, am besten funktioniert es, wenn die erste Idee, das heißt erste Strophe und erster Refrain innerhalb von 10 Minuten entstehen. Mhm. Und dann brauche ich meistens so 1-2 Tage Zeit, um das nochmal zu verdauen. Und dann wird es fertig gemacht und dann nochmal 3-4 Tage später nochmal drüber geschaut, ob alles passt. Und dann ist fertig. Und dann ins Studio aufnehmen oder zumindest einmal eine Demo machen für meine Burschen in der Band, damit wir das dann ausarbeiten können. Kommt da erst die Melodie oder erst der Text? Wie funktioniert das eigentlich? Ja, ganz unterschiedlich, aber in der Regel zunächst einmal ein Konzept. Das klingt jetzt ein bisschen fad vielleicht und viel zu berechnend, aber in Wahrheit, wenn du da ein cooles Konzept hast für eine Nummer und vielleicht eine gute Line, wo du sagst, das heißt was, das hat so noch keiner gesagt, textlich jetzt, also die Musik und Akkorde und sowas, das ist meistens dann, ich bin ja kein besonders begnadeter Gitarrist, da freue ich mich auch, wenn dann von meiner Band, die weitaus bessere Musiker sind, mir dann auch Tipps geben und dann zum Beispiel sagen, schau, wenn du da den Akkord greifst, dann klingt es leibender. An Akkorden soll es aber nicht scheitern. Hauptsache ist, die Message stimmt, das Gefühl stimmt. Ja. Und das ist das Wichtigste. Und was ich gerade sagen wollte, wie gesagt, im Casablanca in diesen 3 Stunden oder was das waren, also ja. du, ich war noch einmal rauchen und das war in der Pause, weil ich immer gesagt habe, das gibt's ja, du hast glaube ich durchgespielt, 3 Stunden, ja. Du hast überhaupt keine Pause gemacht. Mir hat das dann richtig weh, da eine rauchen zu gehen, weil ich rausgehen habe müssen. Also du fesselst schon das Publikum, du unterhältst und deine Bandbreite ist ja wirklich ein Wahnsinn gewesen, was du gemacht hast. Ja, also das Casablanca ist halt eine ganz spezielle Location. Da spiele ich sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge. Eben nicht nur Country. Und da spiele ich meistens, also ich spiele meistens die 4-Stunden-Sessions und die spiele ich halt durch. Weil die 4 Stunden, ich finde das halt immer, was denn so im Kleinen.
es gibt Locations, da kannst du keine Pause machen, weil dann gehen die Leute. Und ich will ja nicht das gehen. Ich will, dass die bleiben und dass die einen Spaß haben und einen leibenden Abend haben. Und da brauche ich keine Pause machen. Meine Pause ist dann zwischen den Songs, dann trinke ich was und unterhalte mich mit den Leuten übers Mikrofon. Das ist dann halt auch ein bisschen ein Schmäh halt. Und da stehe ich halt 4 Stunden auf der Bühne und unterhalte die Leute so gut es geht. Manche fühlen sich unterhalten, manche sagen, das ist ein Schaß und gehen. Ah, okay, ist halt so. Man kann es nicht allen recht machen. Ja, und ich muss sagen, wir haben uns sehr unterhalten gefühlt, aber wir sind auf vielen Veranstaltungen, die Silvia und ich und viele Freunde. Und also, dass wer 4 Stunden durchgespielt hat, also das habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Das muss ich schon als Kompliment aussprechen. Und möchte nur sagen, es sind viele Musiker heute auch da. Elke Brugs möchte ich recht herzlich begrüßen. Dann haben wir da vom Ghost City Saloon, Hag am Hausruck, sind auch Herrschaften da. Und wie gesagt, alle, die jetzt da dazuhören, nochmal recht herzlich willkommen. Es kommen ja immer wieder noch Hörer dazu. Und das gefällt mir natürlich sehr und ist eine ganz, ganz eine tolle Sache. Ich würde sagen, wir spielen jetzt wieder einen Song und dann, du hast ja noch 2 Songs auch mitgebracht und anheben wir sie ja wieder auf für ganz am Schluss dann, liebe Freunde. Das heißt, da bleiben bis Ende der Sendung, zahlt sich auf alle Fälle aus. Und an werden wir jetzt als nächstes dann noch spielen von Marc Meiner. Und wie gesagt, haltet euch nicht zurück, wenn ihr Fragen habt an ihm, nutzt das aus. Jetzt könnt ihr mich noch mit Fragen löchern. Wir werden sie sehr über eure Fragen freuen, liebe Freunde. Getting where I can't tell which way.
it's a son of a bitch. I'm too young to feel this ammo. The days are ahead and the nights are cold. Lessons learned and the truth be told. I'm too young. So, liebe Freunde, Mark Miner bei Country Radio Revolution. Ich habe endlich wieder einen Live-Gast bei mir. Das ist mir schon sehr, sehr angegangen, muss ich sagen. Und bei der Gelegenheit auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an den Dani nach Spanien. Lieber Dani, freut mich, dass du da bist. Recht, recht herzlichen Dank. Und er lässt natürlich auch die Hörer alle bei Country Radio Revolution recht herzlich grüßen. Dani Stirnemann, ihr wisst ja, Country Music aus Spanien, auch beim LCR Radio, auch ganz, ganz eine tolle Sendung. Auch dort nochmal einschalten, da habt ihr lauter Country Music aus Spain. Gracias heißt es, nicht? Danke. Genau, richtig. Ja. Gracias, Dani. Aber er versteht mich in Deutsch auch. So, lieber Marc, du hast da vorher ein bisschen so philosophiert von Produzent und so Geschichten. Das ist so vorbeigegangen an mir. Ich möchte da ein bisschen tiefer in die Materie eingehen. Hast du da ein Level, ein Music Level oder wenn du da was produzierst oder wie schaut das aus? Ja, also im Grunde das, was ich für mich mache, meine eigene Musik, mit dem ich auf die Bühne gehe, das ist natürlich Country, Alternative Country im weitesten Sinn, Outlaw Country, aber natürlich habe ich auch ganz, ganz viele Songs mittlerweile geschrieben, die jetzt nicht unbedingt in die Country-Schiene hineinpassen. Und ich bin grundsätzlich sehr an Musik interessiert. Also das ist mir ziemlich wurscht, was das für eine Musik ist. Hauptsache es ist leiwand und gut. Und dann arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit anderen. Es gibt einige, mit denen ich jetzt gerade entweder produziere, wo ich dann wirklich also nicht am Songwriting dabei bin, sondern wirklich nur an dem Arrangement und an der Produktion. Mhm. Das ist zum Beispiel die Miriam Katal. Sensationelle junge Künstlerin, Sängerin, spielt Klavier, hat schon etliche Preise gewonnen, geht so ein bisschen in die Alternative R&B Richtung. Was mache ich sonst noch? Pure Chlorine ist eine unglaublich geile Rockband, also so Rock mit ein bisschen elektronischen Einfluss. Unglaublich geil, ganz viele tolle Sachen. Habe auch ganz viele Freunde, mit denen ich immer wieder was tue. Casedo schreibe ich Texte mit auf Deutsch. Mhm. Glaubt man gar nicht, aber ich kann auch ein bisschen auf Deutsch schreiben. sensationeller Künstler aus Stockerau. Die Mary Broadcast, also mit der ich auch da eher dann eben so ein bisschen nebenbei mitwirke quasi in unterschiedlichsten Varianten. Also ganz großartige österreichische Künstler und Musiker und momentan, da muss man fast schon wieder ein bisschen sagen, das Coronavirus hat jetzt ein bisschen was bewirkt. Auf einmal ist dieser Zusammenhalt in den unterschiedlichsten Szenen viel, viel größer. Man unterstützt sich, man stellt einander vor, man geht viel mehr nach außen und sagt, ja, ich mache zwar Country oder so und mache aber auch andere Sachen und die sind genauso gut. Wird nicht jedem gefallen, aber wenn es jemandem gefällt, ja bitte, go for it, habt Spaß damit, feiert das Leben, feiert die Musik oder werdet depressiv drauf, weil auch solche Musik ist, tut manchmal gut. Genauso gehört es und ich möchte mich da nicht
einschränkend ist. Wenn ich auf die Bühne gehe und jetzt anfange, irgendwie so richtigen Bubblegum-Pop zu machen, das wird mir keiner abkaufen, weil so wie er ausschaut, das geht sich nicht aus. Aber, aber wenn ich Country mache und das auch mit Leidenschaft und das ist quasi mein Herz und mein Schweiß da drinnen, dann geht sich das aus. Alles andere macht mir natürlich auch Spaß, wäre aber ein bisschen komisch, wenn ich mich da hinstelle und jetzt auf R&B-Diva mache oder sowas. Das können andere viel besser. Sensationelle Künstlerin, mit der ich jetzt sehr viele Songs schreibe, ist die B.B. Cole. Ist auch eine Country-Künstlerin. Country Soul, würde ich fast sagen. Mhm. Da kommt sicherlich in Zukunft mehr. B.B. Cole. Auschecken unbedingt. Anschauen mit der... Das ist deine nächste Gästin. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich bin immer wieder für neue Musiker und Künstler natürlich bereit und offen, ganz klar. Ist die eine von die Dame, wir haben ja ein Duett mit einer Dame auch noch, ganz am Schluss. Die Agnes Milewski, genau. Die Agnes Milewski ist eine Indie-Folk-Künstlerin, schon unglaublich lang im Business, auch schon europaweite Tourneen und großartig auch in Wien zu Hause meistens. Und ich wollte unbedingt mit ihr ein Lied singen und habe halt dann einen Song geschrieben, aus anderem Grund, aber haben wir gedacht, für die Nummer, da brauche ich die Agnes. Und das hören wir uns dann am Ende an. Das ist nämlich ein schönes Abschlusslied. Genau, und da gibt es dann auch ein wunderschönes Video dazu. Das habe ich ja in unserer heutigen Veranstaltung mit Marc Meiner schon hineingeteilt und gepostet. Das könnt ihr euch dann nach 22 Uhr gerne dort anschauen. So, wir haben wieder einen Song drinnen von Marc Meiner, und zwar jetzt müssen wir helfen, Warm Welcome. Genau, Warm Welcome. Das ist im Grunde meine Begrüßungsnummer für fast alles, wo ich irgendwo live auftritt, weil es auch schon so quasi herzlich willkommen heißt. Mhm. Wenn man dann genau in den Text hineinhört, ist es mehr so ein Vagabundenlied. Ich war unterwegs, hab wen kennengelernt, dann bin ich verschwunden, dann bin ich wiedergekehrt, wieder getroffen, wieder viel Spaß gehabt. Wieder verschwunden und so weiter. Eine On-Off-Beziehung fast schon. Und das hat mich inspiriert zu Warm Welcome. Gut, dann würde ich sagen, wo ich muss. What a warm welcome, one hell of a smile. Yeah, it's been such a damn long time. I hope you've been doing, oh, quite fine. You got a hottest welcome smile I've seen in a while. Been away for the long, living on my own. Guess I was wrong leaving you alone. But on my day, no, don't you fear. For tonight I'm here and I won't disappear. What a warm welcome, one hell of a smile. Yeah, it's been such a damn long time. You've been doing, oh, quite fine. You got a hottest welcome smile I've seen in a while. You know what I tell them? True lovers are never apart. Maybe in distance, but never at home. Well, I might promise I'm gonna stay, but I guess it won't be long and I'll be up and away. You should know by now.
more time. Whoa, whoa. I hope you've been doing, oh, quite fine. You got a highness welcome smile I've seen in a while. You got a highness smile I've seen in a while. Ja, wunderschöne Nummer von Mark, meiner liebe Freunde. Wir haben da gerade gekriegt, ganz, ganz liebe Grüße an den Mark Meiner von Drum Recording Studio, da Martin L.A. Dixon. Habe ich das richtig ausgesprochen jetzt da? L.A. Dickinson, Martin L.A. Dickinson, genau. Ja, sensationeller Drummer, lebender Typ. Six, wir müssen... Rückchen zurück, Prost, Uhr. Ja, wir müssen nur schimpfen und dann sind wir schon da, siehst du? Freut mich, dass du da bist, lieber Martin. Aber wenn wir jetzt schon bei der Band sind, wir haben ja vorher die Band schon vorgestellt. Wie schaut es denn bei euch aus eigentlich mit Proben? Wie oft hat sie da Proben? Trefft sie euch da? Wie schaut das bei Mark Meiner und Band aus? Wir sagen immer so wenig wie möglich. Ah ja. Aber wir bemühen, also jetzt wegen die Studio-Recordings, wollte man das ein bisschen perfektionieren, deswegen etwas öfters. Wir haben große Ambitionen, dass wir uns so einmal die Woche treffen. Es funktioniert eh nicht und jetzt schon gar nicht wegen Corona. Aber nachdem das jetzt mit dem Album tatsächlich, also das meine ich ernst mit dem Herbst und das soll passieren. Das heißt, wenn im Herbst was erscheinen soll, müssen wir in Wahrheit so Mitte September, Ende Juli sollten wir fertig sein mit den Aufnahmen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt ordentlich Gas geben. Das hat ja uns jetzt ein bisschen eingeschissen, auf gut Deutsch. aber nichts ist unmöglich. Wir schaffen das. Ja, die Melita B hat gerade geschrieben, super Musik heute, gefällt mir sehr, sehr gut. Und liebe Melita, wir haben während das Mikro ausgeschaltet war, wir wollen dort natürlich auch wieder einmal dann Live-Musik hinholen. Und wir haben ja da schon gesprochen und vielleicht schaffen wir das heuer noch irgendwann einmal so mit einer Grillerei oder was oder Open Air und dann können wir ja einen Mark Meiner mit Band dazu holen und du wärst ja nicht abgeneigt, dass wir da mal was machen miteinander, ne? Ja, unbedingt. Also das macht unglaublich viel Spaß. Hätte nicht geglaubt, dass Radio machen so viel Spaß macht. Ja, das freut mich natürlich. Das nehme ich gerne als Kompliment natürlich und freut mich natürlich, wenn es dich du wohlfühlst. Und das Lustige war ja, das möchte ich unseren Hörern nur erzählen, die Silvia macht eine Gewohnheit, die hat vorher gefragt, was er trinken will. Ja, es ist natürlich, ja, die macht eine Gewohnheit. Wenn ein Künstler da ist, die Silvia versorgt sich immer mit Essen, also Naschereien und Getränken. Ja, und heute hat es vergessen, dass du eigentlich nur virtuell da bist. Aber du bist natürlich versorgt, so wie ich eher. Und wie gesagt, eine tolle Sache. Wir werden das irgendwann, sobald es wieder irgendwie geht, nachholen. Ich trinke aus meinem eigenen persönlichen Special Limited Edition aus meiner Tasse. Die gibt es im Shop, im Online-Shop auf meiner Webseite, markmeiner.com. Also ist sensationell. Man darf es nicht gescheit auswaschen, sondern nur ein bisschen immer mit dem Wasser, weil dann bleibt die Patina so schön drinnen und dann schmeckt der Whisky noch besser. Ja, weil du das, Prost, weil du das gerade ansprichst, dieses, das ist ja quasi so wie dein Logo, das da vorne drauf ist. Wer hat denn das erfunden oder ist das von dir auch? Nein, das Logo erfunden, naja, ich habe irgendwen einmal ein Bild von mir geschickt und gesagt, ich will daraus einen Totenkopf haben. Der hat das dann hingekriegt und dann hat es noch verfeinert und sensationell hergerichtet mit dem Schriftzug und Webseite und so weiter. Die mblue.at, eine sensationelle Webdesignerin, macht ganz, ganz viele, gerade im Bereich so Musik, betreut ganz viele Künstler. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Super easy und leibend zum Zusammenarbeiten. Der sagst du, was brauchst, und sie macht es dir noch schöner, noch besser, als du dir das jemals vorgestellt hättest. Ja, unbedingt. Also, sämtliche Konzepte verfeinert sie ins Detail und das hat sie super hinkriegt mit meinem jetzigen Logo. Was gibt's denn da noch im Online-Job, außer der Tasse? T-Shirts, kann ich jetzt nur dir zeigen, aber T-Shirts gibt's, Männer, Damen, so diese
Sexy Spaghetti, T-Shirts gibt es auch noch, Lanyards, also so Schlüsselanhänger, Bandeln, wie auch immer. Was gibt's noch? Trucker-Cappies, echte Trucker-Cappies, also mit schönem Netzteil hinten und vorn halt mit gepolsterter Front. Kauft euch das, schaut euch das an, unterstützt mich und meine Bandkollegen. Je mehr wir verkaufen, desto länger überlebt man über die Corona-Krise und dann machen wir im Herbst sensationelle Auftritte wieder, wo auch immer ihr uns haben wollt. Ja, wir werden schauen, dass wir, wie gesagt, auf der Simmeringer Hauptstraße dann einmal Mark Meiner mit Band anhauen werden. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt einmal abwarten, wie die Situation weitergeht. Ich habe eine Zeit lang in Simmering gewohnt. Ah, das sehr gut. Am Geiselberg. Sensationelle Gegend. Also da habe ich alles gesehen. Mord und Totschlag, genauso wie Liebe auf offener Straße. Ganz toll. Ja, tolle Gegend dort. Ja. So, liebe Freunde, wir haben nur mehr eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, ihr könnt es noch ausnützen, Fragen schicken und Mark Meiner mit Fragen löchern. Wir sind euch natürlich für die Beiträge dankbar. Und jetzt gibt's wieder ein bisschen Musik für euch. Mama got a voice like sugar, it's so sweet and fine. Sister sing Amazing Grace, she right in time. And they're laying poor Papa low in the ground that he worked and sold. Now they're waiting at the Jackson station for the train to roll. All night she got crows walking round her eyes. But she can still raise a cup and toast to well ran dry. He left her on a Tuesday still with gin, whiskey and a bottle of pills. Now she's waiting at the Jackson Station looking over the hill. Jackson Station.
So, liebe Freunde, heute war es ja recht lustig, wenn wir eigentlich auch das spüren würden, was wir so dazwischen reden, weil ich muss sagen, ich habe ja Mark Meiner auch nicht wirklich gekannt. Wir haben ja heute unser erstes längeres Gespräch und ich muss sagen, er ist nicht nur ein geiler Musiker, guter Musiker für unsere ausländischen Zuhörer, sondern auch ein irrsinnig lustiger, leibender Mensch. Und man sieht es auch, also ich kann nur wieder reden vom Casablanca, wo wir die live erlebt haben. Du ziehst mal, dass du das, was du tust, das liebst du. Das kommt vom Herzen und du bist 100% Musiker. Ja, freut mich, wenn das so kommt. Also es stimmt auch. Also mir taugt die Bühne, mir taugt das Musik machen. Ich freue mich, wenn mich wer anschreibt. Bitte gerne auch Privatnachrichten oder sonst irgendwas. Ich unterhalte mich auch gern über unterschiedlichste Dinge, also gerne auch über Musik und Musik austauschen. Ich bin sofort dabei. Ich lebe Musik jeden Tag und ständig. Also ich brauche das. Ich brauche drei Dinge im Leben: Musik, Whisky und Weed. Ja, und ich muss auch sagen, es ist natürlich auch schön, wenn man, ich sage immer so, bei Country Ready Revolution, man lernt ja auch die Musiker besser kennen, weil die meisten, man kommt zum Gig, man sagt Servus, du spürst und man sagt Pfirti. Unsere Intention ist ja, die Musiker, den Menschen dahinter ein bisschen vorstellen und ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben noch ein paar Minuten, die letzte Viertelstunde ist ja dann immer so ins Private, da werden wir dann über Mark Meiner Sachen vielleicht erfahren, die wir noch nicht wissen. Ne? Schauen wir mal. Ich bin schon gespannt. Entschuldigung, da steht zum Beispiel gerade, ich habe gerade eine Privatnachricht gekriegt, er ist ein Mensch und ein super Musiker. Habe ihn auch im Casablanca gehört, ein perfekter Musiker. Ja, liebe Christine, das sind natürlich Worte, die ich sehr gerne vorlese, weil die soll natürlich der Mark Meiner auch hören. Und ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass die Christine Fröschl die kennt. Das wäre nach der Sendung dann nachfragen müssen. Ja. Die Wellein. Ja, wie gesagt, die Zeit vergeht aber wie im Flug. Wir haben wieder, schon wieder 40. Wir werden jetzt wieder einen Song spielen und dann werde ich dir so ein bisschen mit privaten Fragen noch löchern, die letzte Viertelstunde. Sehr gerne. Last one.
Ja, wunderschöne Songs heute und die Listen, die wir da heute spielen, ist Musik von Mark Miner, die er mitgebracht hat, was er so gerne hört und wo er immer wieder ein bisschen inspiriert wurde. Jetzt hätte ich bald gesagt, infiziert. Lieber Reinhard, ich muss dich leider enttäuschen. Wir haben das Problem, dass wir natürlich bei den Radiosendungen die Setliste schon drinnen haben und ich da nicht so wie bei meinen Livestreams um 19 Uhr jeden Tag spielen kann, was ihr euch wünscht, sondern wir haben da ein bisschen ein vorgegebenes Programm. Aber du könntest dir ein bisschen was verkaufen für den Mark Miner, dann spielt er das beim nächsten Gig live, hat er mir gerade versprochen. Genau die richtige Einstellung. Das freut mir. Ja, und auf jeden Fall hat es ihm gefällt, den Reinhard, und er hat gemeint, er wird jetzt recht öfter reinhören. Lieber Reinhard, das würde mich sehr, sehr freuen. Das Problem ist nur, dass der Marc der erste Musiker war seit Corona, der sich auf einen mehr oder weniger virtuellen Interview eingelassen hat. Alle anderen haben wir leider abgesagt. Das heißt, die nächsten Mittwoche, entweder bin ich alive euch da oder hab Musiker auch via Skype hier. Aber das wird dann immer ein, zwei Tage vorher noch angekündigt. Ich weiß jetzt gar nicht, wen wir nächste Woche da haben. Aber wird alles noch geschrieben. Und freut mich natürlich, lieber Reinhard, wenn du öfters reinhören würdest und mit eigener Werbung jeden Tag Livestream eine Stunde von 19 bis 20 Uhr. Da könnt ihr mir dann Musikwünsche schreiben und die werden dann erfüllt. So, jetzt haben wir die berühmte letzte Viertelstunde beim Fußball, die Rapid-Viertelstunde. Lieber ich Marc. Scheiß mir schon halber. Du hast viele Fans, unter anderem eben Reinhard und wahrscheinlich jetzt da auch die Melita und die Christine und viele, viele andere. Was weiß man denn über den Mark Miner so nicht? Kannst uns du was verraten? Wenn du nicht auf der Bühne stehst oder komponierst, gibt es irgendwelche Hobbys? Was magst du? Ich würde dich so einschätzen, Motorrad fahren oder so irgendwas. Nein, kann ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es einmal probiert, aber ich bin nach ein paar Metern sensationell gescheitert und seitdem lasse ich das lieber. Ich tue mir ja manchmal schon beim Geradeausgehen schwer. Weißt du? Da lasse ich das mit den zwei Rädern lieber aus. Ja, Hobbys, ganz ehrlich, das klingt jetzt urfad und echt, ja, mein größtes Hobby ist mein Beruf und Musik und dann gibt es halt noch Whisky and Weed. Das reicht mir in Wahrheit. Ich habe jetzt keine großartige, also ich tue, oh ja, doch, ich bin sehr, sehr gern am Wasser, aber also quasi entweder auf dem Wasser, aber nicht im Wasser. Weiß ich nicht, ob das für jeden klar ist, aber ich fahre zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Motorbooten oder Segeln oder sowas. Ich kann zwar nicht segeln, ich habe seit 5 Jahren, glaube ich, probiere einen Segelschein zu machen, aber es geht sich halt nie aus, weil immer dann, wenn die Saison für Segelscheine anfängt, dann spüre ich halt sehr viel. Das heißt, es geht sich dann nicht aus, weil dann eben für mich auch die Saison anfängt. Aber das ist irgendwie so noch ein bisschen der Traum, irgend so einen Schein zu machen, damit ich mit einem leibenden Boot durch die Gegend fahren kann und das Leben genießen. Das ist so ein bisschen das Hobby, kommt viel zu kurz, aber ja, das ist halt so. Ja, und die Christine hat das schon, deine Antwort eigentlich schon vorweggenommen, weil die hat mir auch schon geschrieben, also du schaust nur so aus wie ein Harley oder was, aber dein Leben ist die Musik. Also die schätzt dich da sehr, sehr gut ein. Ja, ist gut, wenn es so rüberkommt. Ja, ja, das genau auf alle Fälle. Ich kann da nichts mehr ergänzen. Ja. Gut, liebe Freunde, wir werden jetzt nur ein, zwei Nummern spielen und ihr wisst ja, wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit heute. Aber noch könnt ihr ausnutzen. Wenn ihr noch was wissen wollt, noch könnt ihr uns Fragen schicken und wir werden die gerne für euch beantworten. Well, I've been spending all my money on weed and pills, trying to write a song and a
I guess I'll have to rob a bank. I guess it could be worse, it ain't that bad. At least I ain't sitting in old Baghdad in the middle of a hot damn desert, sitting in a tank. Well, every time the wife talks, the baby gets mentioned. I'm so broke, I can't pay attention. Lord, how it tears me up to see her cry. Wunderschöne Songs, ganz, ganz tolle Musik, Zusammenstellung. Und lieber Marc, eins müssen wir jetzt da noch wiederholen natürlich. Der Livestream, dein Konzert, wann ist es jetzt da? Wir haben das am Samstag, glaube ich, gesagt, nicht? Genau, am Samstag um, was habe ich gesagt? Jetzt hast du mich schon mal gefragt. Um 5 am Nachmittag. Gut, gibt es da einen Flyer oder irgendetwas? Flyer in dem Sinn nicht, aber markmeiner.com und gleich als erstes kommt dann eh schon der Kalender und dort findet man die heutige Sendung. Der 22. April ist dort auch angekündigt und dann drunter 25. April, also Samstag, um 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da spiele ich auf YouTube, da ist dann auch gleich der Link dabei. Spiele ich hauptsächlich eigene Songs, plauder ein bisschen, beantworte Fragen, wenn es welche gibt. Und ich habe das jetzt einmal gemacht, quasi wirklich als quasi live from home Konzert. Habe letzte Woche probiert, auch eine Studio-Session, also quasi wie einen Song aufnehmen. Das hat ein bisschen technisch nicht ganz so funktioniert. Das tut mir sehr, sehr leid. Alle, die versucht haben mitzuschauen, tut mir leid, wenn es nicht funktioniert hat. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, warum. An dem Abend war dieses Charity-Event von YouTube. Die haben dann natürlich sämtliche Bandbreiten abgedrosselt, damit es halt genügend... Das hier dort funktioniert. Damit das Live-Ding, also gegen einen Mick Jagger komme ich halt noch nicht an. Ich arbeite da. Das auf alle Fälle und ich hoffe, dass es dir gelingen wird. Ja, Zukunftspläne haben wir ja schon gesprochen. Natürlich noch viele, viele neue Songs, CD demnächst, also demnächst heuer noch. Und viele, viele Auftritte, so der Corona das zulässt. Genau, also sobald wir raus dürfen, spielen wir auf jeden Fall. Ich bin auch gern für alles zu haben. Also wenn jemand
auch gerne Hochzeiten und sonstige Geburtstagsfeiern. Wenn jemand sagt, ich brauche kein 0815 Coverprogramm, sondern möchte mal was anderes haben, call me. Ja, ja. Ruft es mir an. Ich komme. Sag nur mit deinen Daten, wie wir die erreichen am besten. Über die Homepage? Über die Homepage markmeiner.com oder ansonsten per Facebook, Instagram, YouTube. In Wahrheit erreicht man mich eh überall. Ich schaue täglich mehrmals in alle meine Social Medias hinein und auch auf die E-Mails, also info@markmeiner.com erreicht man mich genauso. Überall. Also wenn man will, findet man mich und ich antworte auch sehr, sehr schnell. Ja, und im schlimmsten Fall der Fälle, liebe Freunde, könnt ihr natürlich mich auch anschreiben und ich werde es dann gerne an den Marc weiterleiten. Lieber Marc, wir haben ja sowieso noch ein mittelgroßes Problem, und zwar sobald das mit dem Corona da irgendwie erledigt ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wir haben ja zwei wunderschöne Gitarren hier stehen, und zwar unsere wunderschöne blaue Gitarre gespendet von Helmut Mitteiger, New West, und aus Tirol haben wir ja unsere wunderschöne Holzgitarre. Das heißt, es wird da ja nichts anderes überbleiben, als irgendwann, sobald das wieder irgendwie erlaubt ist oder funktioniert, dass wir sie einmal treffen und sehen, weil auch dein Autogramm gehört natürlich auf unsere beiden Gitarren, sowie natürlich ein Foto, weil alle Künstler, die da waren, werden natürlich verewigt mit Fotos und in unserer Liste dann natürlich aufgelistet, weil ein Foto kommt zu der Gitarre auch dazu. Und ACD, wenn du dann hast, würde ich dir auch abschnarren für einen guten Zweck. Eben für die Rolling Kufstein gibt es dann unsere Gitarre wieder, die dann bestückt wird, die eigentlich ein CD-Ständer ist und die dann eben bestückt ist mit CDs von unseren Künstlern. Ja, sehr, sehr gerne. Ich komme sofort vorbei, wenn es wieder möglich ist. Und sobald es dann geht, werden wir schauen, dass wir Marc Meiner und Band hier haben mit Instrumentarium, und dann machen wir 2 Stunden hier vom Studio eine Live-Session, dass sie unsere Nachbarn freien wieder. Genau, die sollen auch was davon haben. So schaut's aus. So, liebe Freunde, wir haben jetzt noch einen Song vorbereitet, bevor wir uns verabschieden, weil ja, die 2 Stunden sind ja wieder wie im Flug vergangen. Total kurzweilig heute, und also mir, ich habe mich sauber gefühlt, super Musik mitgebracht. Ja, und viel von Marc Meiner erfahren. Ja, und hoffentlich danke sehen wir uns wieder. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Und von mir aus können wir jetzt bis um 6 Uhr in der Früh durchmachen. Das ist schon wurscht. Ne? Ja, das sagen viele. Die sagen dann das will ich dir und deiner Frau nicht antun. Deswegen vielen lieben Dank für die Einladung. Wenn es was gibt, einfach anschreiben. Und ich melde mich bei euch gerne wieder. Vielen lieben Dank. Drinking dog whiskey, telling white lies. One leads to another on a Saturday night. Don't you cross your heart, let your hope die. Drinking dog whiskey, telling white lies. First drop burns, but the second one goes down. Drinking dog whiskey, tell the white lies.
Freunde, das waren wieder 2 Stunden. Endlich haben wir wieder live mit einem Live-Gast. 2 Stunden Country Radio Revolution an einem Mittwoch. Und ich muss sagen, mir hat es irrsinnig viel Spaß gemacht. Tolle Musik, lieber Marc, die du mir geschickt hast. Wir haben viel über dich erfahren. Mir hat gefreut, auch mich persönlich, dass ich dich jetzt ein bisschen kennenlernen durfte. Und war ganz, ganz eine tolle Sache. Und sobald das möglich ist, werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir sie ganz nahe kommen wieder. Und einfach eine tolle Sendung nochmal machen. So, liebe Freunde, bevor ihr, wie es bei uns so üblich ist, erstens einmal haben wir ja schon einen Song angekündigt, den der Marc dann noch anmoderieren wird. Aber das Allerwichtigste ist natürlich diese Sendung, wenn es wer nachhören möchte, nur mehr Herrn Mechert oder weiter schicken. Sie wird wiederholt, wie gewohnt, am Freitag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Da könnt ihr es nochmal anhören und anschließend gibt es dann für euch zum Nachhören auf YouTube. Ja, heute in der Woche hätten wir ja einen Schweizer Gast hier, und zwar das Mädel, was spielt beim, so. Siehst du, das ist immer, das hasse ich an Live-Sendungen, wenn ich was sagen will, das ist futsch. Wenn der Marc in das Song Schnitt, von der Groove Cake Factory, die Gitarristin wäre normal hier, jetzt ist mir eingefallen. Nur, sie hat gemeint, ja, genau, und die, da machen wir auch keinen Livestream, das heißt, ihr müsst es an diesem Tag wieder mit mir vorlegen. Aber wir werden euch das wieder sehr kurzweilig machen und ich habe noch einige Lieder, die mir der Marc hier heute mitgebracht hat. Da werden wir da noch einige natürlich gleich mitnehmen am nächsten Mittwoch. Ja, ja, lieber Marc, mir hat sehr gefreut. Ja. Normal ist immer die, das Letzte ist normal immer, fährst heute noch heim oder das fällt jetzt natürlich weg. Ah, ich hau mich noch auf die Couch, glaube ich. Ja, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit. Ich erspare mir zwar das Fotografieren, weil wir normal immer noch Fotoshooting anschließend haben, aber was natürlich hieß, wir werden die Sendung heute noch in LCR-Radio schicken, damit das auch funktioniert und dann einen super Ton haben, Freitag und am Sonntag hat. Ja, ich kann da nur noch mal sagen, recht herzlich Dank, dass du 2 Stunden Zeit genommen hast für uns. Ich danke sehr herzlich für die Einladung, hat irrsinnig viel Spaß gemacht, war sensationell, unglaublich viele tolle Kommentare und ja, ich hoffe, ich darf wiederkommen und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald nicht nur face to face, sondern dann auch mit der ganz tollen Community hier auf Country Radio Revolution. Würde mich sehr freuen, wenn ich da ein paar Leute dann auch persönlich kennenlerne. Ihr taugt es mir sehr, sehr. Das ist ein sehr lieb, freut mich und ein großes Kompliment an unsere Hörer. Und wenn da einmal ganz fad ist, kannst du mir gerne einmal so eine kleine Message schicken, so mit Grüße. Ich spüre am Anfang von der Sendung jedes Mal irgendeinen Musiker, der uns Grüße schickt. Einfach Marc Meiner, Country Radio Rudolf Fischmann. Wenn dir da was einfällt, dann schicke bitte und ich spüre das natürlich sehr, sehr gerne. So, liebe Freunde, und der letzte Song steht dann auch und die letzten Worte von unserem heutigen Gast, von Marc Meiner. Und ihr wisst ja, die letzten Worte, die ich schon seit Jahren habe am Schluss, die sind ja jetzt noch viel, viel wichtiger, als sie die letzten Monate waren. Und ich kann euch nur eins sagen, die, die krank sind, liebe Freunde, am schnellsten Wege wieder gesund werden, die, die gesund sind, auf gar keinen Fall krank werden. In diesem Sinne, bis nächste Woche, wenn ihr wollt, super dicks Puzzle, reißt euch nur ein bisschen zusammen, ihr wisst ja, Baby-Elefant, 1,5 Meter oder so, nicht? Und Mundschutz, Eglar, der Marc hat es leichter mit dem Board, haben wir jetzt schon gelernt. Und auf alle Fälle aufpassen auf euch, gesund bleiben und wir sehen uns, wenn ihr wollt, entweder morgen von 19 Uhr 1 Stunde live auf Facebook oder nächsten Mittwoch 2 Stunden von 20 bis 22 Uhr, so jetzt habe ich es. In diesem Sinne, super Dicks, Busserle, ciao, grazie mille, Busserle, pfiat euch, babacci und die letzten Worte und der letzte Song gehören unserem heutigen Gast, Marc Meiner, danke dir. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und zum Abschluss
möchte ich euch ein Wiegenlied, das ich geschrieben habe für meine kleine Tochter, als sie geboren wurde. Das ist mittlerweile knappe 3 Jahre her. Sleepy Sunshine mit der sensationellen Agnes Milewski zusammen aufgenommen. Schlaft's gut, habt einen schönen Abend, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Für dich. As it might be, nurturing far-reaching dreams. Your loved ones before you watch proudly, their hearts burst at the seams. Sleepy sunshine, hold tight to your dreams. Make you stumble and fall. You stand strong, leaning on love. Stay on your journey for the long haul. I'll guide you from above. Sleepy sunshine. The dullest stars remind you in this fairy tale you're in that you shine as you're inclined to, no matter how hard life has been. And we've only just begun.